In der Nacht ziehen die letzten Schauer nach Böhmen ab, dann ist es weitgehend trocken. Örtlich lockern die Wolken ein wenig auf, aber meist bleibt es bewölkt und die Temperaturen sausen in den Keller. 5 Grad gibt es im nördlichen Bayern, stellenweise aber im Chiemgau bis zu 0 Grad. Morgen ziehen in Franken schnell dichte Wolken auf und es beginnt von Westen her zu regnen. Teilweise regnet es auch länger anhaltend. Am längsten trocken ist es Richtung Hoferland und in Mittelfranken, aber auch hier wird es dann regnen. Die Temperaturen erreichen 7 bis 11 Grad. Der Wind weht kräftig aus südlichen bis südwestlichen Richtungen. Auf den Höhen kann es Sturmböen geben. In der Oberpfalz und Niederbayern ist es morgen zunächst noch trocken. Besonders südlich der Donau bleibt es das auch noch längere Zeit. Hier kommt ab und zu mal die Sonne raus. Sonst ziehen allerdings dichte Wolken auf und die bringen Regen mit. Dieser dehnt sich dann bis zum Abend auch nach Süden aus. Die Temperaturen 8 bis 11 Grad. Der Wind ist zunächst eher schwach aus südlichen Richtungen, wird aber im Laufe des Tages dann immer kräftiger und weht sehr böig. In Oberbayern und Schwaben ist es morgen zunächst mal trocken und teils sogar freundlich. Vor allem Richtung östlicher Alpenrand, Chiemgau, Berchtesgadener Land lockern die Wolken auf, hier kommt die Sonne raus. Sonst sehen wir sie auch ein bisschen. Später ziehen dann aber Wolken auf und die bringen Regen mit. 10 bis 13 Grad. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus südlichen bis südwestlichen Richtungen, wird aber im Laufe des Tages stärker, besonders auf den Bergen. Ungemütlich geht's auch weiter am Dienstag und Mittwoch. Weitere Regenfälle und meist nur wenig Sonne. Dazu windig bei Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad. Ab Donnerstag wird's etwas besser. Dann kommt wieder die Sonne raus und die Temperaturen steigen bis 14 Grad.